Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein besonderer Tag. Und zwar holen wir ein Bike. Allerdings kein neues Bike, sondern ein Bike, das schon in meinem Besitz ist. Und welches Bike, das seht ihr gleich. Leute, ich bin so aufgeregt. Ich habe das neue Bike schon hinten drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen kann. Das ist so geil. Wirklich, es ist einfach legendär. So viele Leute kennen dieses Bike. Ich hole es jetzt einfach mal raus. Ist das geil oder ist das geil? Ist das geil? Ja, Leute, also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich da ein bisschen geilere Reifen drauf mache. Ja, vielleicht die Felgen noch grün lackieren und noch vorne hinten ein Licht. Und dann würde ich sagen, ist ein geiles Projekt auf jeden Fall. Jetzt mach mal ernst. Okay, Leute, Spaß beiseite. Kommt mal mit, ich zeige euch jetzt, was abgeht. Also wie wir das hier rauskriegen sollen, das ist mir noch ein Rätsel. Aber hier geht's durch. Seid ihr bereit? Lassen wir den Vorhang fallen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wisst ihr, was das ist? Das ist meine alte DRZ. Die DRZ, damit bin ich 2011 oder so rumgefahren. Ja, hier sehen wir noch diverse Teile da unten. Sehen wir den Motor noch. Holen wir es mal raus und gucken mal genauer, was wir da haben alles. Wisst ihr, wie lange dieses Moped nicht mehr gefahren ist? Jawohl! We made it! Ja. Weißt du, wie lange die kein Tageslicht mehr gesehen hat? Ist das episch? Ist das episch, Leute? Schaut es euch an! Thumbnail! Ah ne, die Kisten noch. Wie alt dieser Reifen einfach ist. So, dann machen wir mal eine kleine Bestandsaufnahme. Wir haben hier schon alles richtig schön aufgebaut. Gucken wir mal erstmal aufs Moped. Also wir sehen, es ist soweit noch alles dran. Ja, der schwarz lackierte Tank. Hier sehen wir noch das Blau rauskommen. Den habe ich damals von Hand schwarz lackiert. Schlüssel steckt auch noch. Sogar mit einem Gänzgänger Dings, also sogar noch mit Lenkradschloss alles dran. Ja, sogar noch ein neuer Vorderreifen drauf. Ja, also das ist mal das Bike und jetzt gucken wir einfach mal in die Kisten rein. Sehen wir auch hier schon den Motor. Ja, der fachkundige Kameramann hat schon überprüft, wie das Pleuelspiel ist. Scheint alles in Ordnung. Können wir ja noch mal kurz seitlich reingucken. Innen. Engine. Hier ist noch ein verranzter Krümmer. Motorgehäuse, Kupplung. Das ist der Schalthebel. Ja. Also, was ist das denn? Ja, also es ist sehr viel vorhanden. Zylinder. Zichtmaschine. Hier ist mir das Moped mal im SUV umgeflogen. Dann habe ich mir ein Loch in den Deckel hier gehauen, deswegen ist es so geflickt. Weiß noch, da war ich richtig besoffen. Von wegen Einspritzer. Vergaser? Ja, die ist kein Einspritzer. Habe ich gesagt, dass die DRZ Einspritzer ist? Ja. Nee. Ich habe eben im Auto gefragt. Das ist die 5.1. Ja. Ja, hier ist noch Skidblade. Ja, Kühler. Guck mal, film mal drauf, der hat ein bisschen was ab. Oh ja, ja, vielleicht kriegen wir den noch mal ein bisschen gerade. Ja, Hupe auch am Start. Jetzt hier weiter. Die Blinker sind auch gut. Das Highlight ist einfach das Dekor. Wer kennt das noch? Wer kennt noch das Dekor? Ach, wie legendär ist das eigentlich?
ein Federbein. Hier ist noch ein blaues Heck, aber die war ja mal blau-weiß. Wisst ihr, was ich damals für die DAZ bezahlt habe? Ich glaube 2100 Euro und die hatte 5000 Kilometer oder so. Weil die Enduro-Version eh keiner wollte und dann auch in blau-weiß. War nichts hat die gekostet. Hier noch ein Dekor, das nie kam. Sprankle Porn. Ja, ganz wichtig noch das passende Hexendekor. Ich bin ja zum Glück ein sehr guter Teilehorter gewesen. Deswegen habe ich hier auch noch einen Krümmer mit passendem Leo Vinz. Mit passendem Leo Vinz noch dazu. Ja, ich habe früher sehr oft den DB-Killer rausgeschraubt und die Schrauben da reinzukriegen sind sehr futzelig gewesen. Da ist noch so eine Kappe normalerweise drüber und die habe ich irgendwann verloren. Aber ja, hat E-Nummer, ist legal. Der Mann hinter der Kamera, der traut sich das Ganze zu, das zusammenzuschrauben, oder? Ja, kriegen wir ihn. Ja. Und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? Das ist ja noch gar nicht geschliffen. Was? Das ist ja noch gar nicht geschliffen. Folgen wollt, abonniert den Kanal und viel Spaß bei den nächsten Episoden. Ich habe noch ein paar andere Projekte am Start, deswegen lasst ein Like da, kommentiert auf Ehre und ich sag Tschüss! Es ging mal gut so.